Hallo, liebe Webgefahrennutzer. Wir wollen euch ein neues Spiel präsentieren, was erfrischend anders ist. Wir haben keine Katapult, wir haben keine Seile, die man durchschneiden muss. Wir haben keine Shooter, was weiß ich. Nein, wir haben nur einen Digitalstick oder einen Joystick. Und das Spiel heißt Banjo Piranha und ist ein Highscore-Spiel. Super simpel, man hat hier so einen Cursor, kann damit sein friedlichen Piranha steuern und da oben haben wir Banjos, die sammelt man am besten ein. Und ja, mit der Zeit kommen auch immer mehr böse Piranhas, die uns natürlich an den Kragen wollen. Die sieht man hier. Und ja, natürlich in der Luft hier oben kann ich meinen Fisch dann nicht mehr steuern. Das heißt, wir versuchen da oben mal die Sachen einzusammeln. Mit der Zeit werden es dann immer mehr Piranhas. Ja, das war nichts. Ups, jetzt haben wir schon drei. Und ja, das Hauptziel ist halt hier diese Frucht einzusammeln. Denn die Banjos da oben geben nur extra Punkte. Das Ganze geht so lange, bis wir von einem feindlichen Piranha erwischt werden und dann aufgefressen sind. Ist eigentlich recht entspannend und wie gesagt, es ist einfach mal was anderes. Einfach zu lernen, aber ich schätze mal schwierig zu meistern. So, jetzt sind wir hier natürlich oben drauf. Müssen wir auf die andere Seite rüber schwimmen. Machen wir den schon mal weg. Jetzt wird's eng. Zack. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier unten links haben wir so eine kleine Ansicht, wo einmal unser Fisch gezeigt wird. Hier unten links am Rand. Und natürlich die Sachen, die wir aufsammeln müssen. Und die feindlichen Piranhas. So, jetzt stürzt das alles ein. Das ist natürlich wenig hilfreich. Zack. So, und dann wird es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Hier, die Level werden größer. Schön ist auch, dass das Ganze recht nett physikbasiert ist. So, jetzt das ist immer so ein kleines Hindernis, hier wieder rauszukommen. Aber kein Problem für einen geübten Spieler. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt hatte. Eine Universal App ist es. Kürzlich erst erschienen. Kostet 79 Cent. Also gerade für iPad-Besitzer eine günstige Geschichte. Und ja, wir lassen es jetzt einfach mal fressen. Obwohl, hier können wir nochmal dieses Boot entern und uns da die Sachen runterholen. Na? Was wir jetzt noch gar nicht hatten, es gibt auch Level, da hat man so Fleischstücke, die kann man dann ins Wasser werfen, um die Piranhas dorthin zu locken. Wäre ganz schön, wenn wir das mal gesehen hätten. Haben wir leider nicht. So. So, jetzt lassen wir uns einmal hier fangen. Und ihr seht, sobald da eine Berührung ist, ist das Spiel sofort vorbei. Man kriegt dann hier die Highscores. Das ist natürlich jetzt hier für mich die Personal Best. Ich habe vorhin auf dem iPhone gespielt. Aber hier wird es einfach besser ersichtlich auf dem großen Display. Ja, und können wir auch wieder ins Hauptmenü schauen, nochmal in die Highscores. Da müssen wir leider feststellen, keine Game Center Unterstützung. Also man hat nur die Personal Bests hier aufgezählt. Aber trotzdem für 79 Cent einfach mal was anderes. Von daher finde ich das gar nicht so schlecht. Ist einfach gemacht, aber macht durchaus Laune.